Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Donnerstag, der 28. Dezember 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Heute ist zugleich der vorletzte Handelstag 2023 und ich liefere auch die zeitlichen Infos zum letzten Handelstag morgen und die Antwort auf die Frage, wo die 30. und letzte Folge von 30x30 Finanzwissen pur hingekommen ist. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. Hey, and me. Here's Market and Me. Podcasting for Equity. What's home with me? Hey, Zeitgeist, ja, ein Modethema. Ja, es wäre schön, wenn die Börse auch für die Politik ein Modethema wäre und die Wiener Börsepläusche im Dezember, die sind präsentiert von Wienerberger und SBU. 3413,58 ATX-Punkt jetzt um 12.28 Uhr, das ist ein Minus von 0,73%. Gewinner-Verlierer blicke ich wieder auf den breiteren ATX Prime aus 42 Titeln, da haben wir die RHI Magnesita gleich um 10,5% vorne und wieder bei 40 Euro. Die hat es zuletzt ein bisschen zerbröselt und jetzt wird aufgeholt. Euro Telesites auf Rang 2 mit plus 1,8%, die Frequent ist dann mit 1,5% zum Top 1, nein 0,8% sorry und SBO mit 0,4% plus. Auf der Verliererseite haben wir die Lenzing mit minus 4,7%, die Marino mit minus 2,2%, die Austriacard mit minus 1,4, Polytech minus 1,4 und die UBM ebenfalls mit minus 1,4%. Beim Geldumsatz haben wir jetzt zum Mittag vorne die Lenzing mit 4,7 Millionen, die OMV mit 3,7 und die RBI mit 3,6 Millionen Euro. Was haben wir News? Der Kurier berichtet, dass die VIG den früheren Bürgermeister von Klosterneuburg, den Stefan Schmuckenschlager, an Bord holt und er soll bei der Tochter Wiener Städtische Großkunden managen. Die VIG ist da immer sehr, sehr divers und variabel, auch was Quereinsteiger betrifft und ich finde das eigentlich gut. Zum Tobel hat ein Status-Update zum Aktienrückkaufprogramm gegeben und von 18. bis 22. Dezember wurden 18.418 Aktien gekauft. Der Robert Holzmann, der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, sieht eine Diskussion über mögliche Zinssenkungen zu früh. Und es gibt natürlich auch 2024 keinerlei Garantie für Zinssenkungen. Gut, Garantien kann es eh nie geben, aber dieser Ausblick ist durchaus auch sehr interessant. Die BAWAG hat was Kluges gemacht, nämlich das Grundkapital durch Einziehung von 3,9 Millionen Aktien von 82,5 Millionen Aktien auf, richtig gerechnet, minus 3,9, 78,6 Millionen Aktien herabgesetzt. Und das ist natürlich auch ein Weg, um den Gewinn pro Aktie zu erhöhen. Und die BAWAG, die macht eigentlich, was die Börsennotiz betrifft, sehr, sehr viel richtig und schaut da auch immer auf den Kurs, hat auch die biggesten Directors Dealings, die es gibt. Gut, dann gab es schon der Joint Venture mit Lost and Found. Da geht es ums ein Schweizer Unternehmen und auch einen Schweizer Auftrag vom Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit. Da geht es um Hardware-Dienstleistungen für das LKW-Mautsystem und um einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Gut, dann haben wir dann noch was Schönes. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, CD voran. Börsegeschichte, da haben wir an diesem 28.12. den besten Handelstag von der Frequentis gehabt im Jahr 2020 mit 12,12% plus in der eigenen Börsegeschichte. Dann den Höchstkurs von Pira Mobility im Jahr 2021 mit 90,9 Euro und am 28.12.2020 endete die schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Do & Co. Da hat es nur 52 Tage gedauert, um von Kurs 30,5 auf Kurs 61,2 zu kommen. Jetzt steht die Aktie nochmal beim Doppelten, bei 131 circa, also mehr als dem Doppelten. Und das High war bei 138. Es ist eine der wenigen österreichischen Aktien, die in der Gegend vom High notieren. Das gilt auch für den Flughafen, der ist jetzt knapp unter dem High von 52 Euro.
Im Abspann spiele ich die Musik von 30x30 Finanzwissen pur, weil, ja genau, da fehlt eine Folge. Die hebe ich mir auf für Silvester, so eine große Jahresendfolge. Und es ist auch gut möglich, dass die länger als 30 Minuten dauern wird. Aufgenommen wird das Ding, morgen wird viel drinnen sein, ein bisschen so Kaffeehaus-Atmosphäre. Schauen wir mal, was rauskommt. Wie gesagt, zu Silvester wird's gesendet. Zu Silvester ist der 29. Dezember schon vorbei, weil der ist morgen und das ist der letzte Handelstag im Jahr 2023. Und da ist es so, dass bei Aktien die Schlussauktion schon um 14.15 Uhr beginnen wird und die sonstigen Auktionen bleiben gleich. Bei Anleihen ist um 14.25 Uhr sind sie dann und bei den strukturierten Produkten ist die Schlussauktion ebenfalls um 14.15 Uhr. Also dann, wenn das dann alles vorbei ist, so circa um 2:30, dann war es das auch mit dem Jahr 2023. Aber zu Silvester gibt es noch die launige 30x30 Schlussfolge dann. Tschüss und Baba, bis morgen.